Hallo, hallo, hört man mich? Test, test. Ah, jetzt hört man mich. Ja, von mir aus können wir jetzt loslegen. Genau, ihr seid jetzt beim Infrastructure Review. Da werden einige Gruppen vorstellen, wie die IGA hier funktioniert hat, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und vielleicht ein paar Statistiken auch vorstellen, wie einige dieser Infrastrukturteile aufgebaut sind und ja, ein paar Fun Facts hoffentlich auch dazu erzählen oder auch nicht. Genau. Dann legen wir mal los. Mit dem Netzwerk geht's los. Das Handmikro. Ja, also, auch wenn die meisten Leute das irgendwie nicht mehr im Blick haben. Mikro, hallo. Mute-Button. Hallo. Ah, hallo. So, auch wenn es die meisten Leute nicht mehr im Blick haben, wir leben leider immer noch in der Pandemie und deshalb ist die Person, die eigentlich Netzwerk machen wollte, gerade im Homeoffice und macht von dort aus Netzwerk. Und dann sind irgendwie Leute aufgetaucht, die hatten Ethernet-Kabel in der Hand und dann wurde gesagt, ja, macht mal Netzwerk. Wir haben dann Teile von der Konfiguration von anderen Events teilweise übernommen, teilweise einfach neu erstellt. Es gab einen Uplink über Airfiber und wir hatten als Backup auch noch Starlink, nachdem hier vor Ort DSL quasi nicht existent ist und auch keine Fiber liegt. Wir hatten Leihhardware von Event Infra, 8 Access Points und Anzahl TM-Switches. Wir müssen dann mal durchzählen, da liegen bestimmt irgendwo außen im Hexcenter-Switches. Ansonsten, wie euch vielleicht aufgefallen ist, hier war einigermaßen kalt. Wir hatten leider keine YOLO-Kohle zum Warmhalten. Das, ja, so eine Palette an Servern hätte, glaube ich, geholfen. Ansonsten würde der Kollege aus dem Homeoffice jetzt gleich noch einen Teil erzählen. Ja, und dann schalte ich einfach Fusion um. Ja. Danke. So. Jetzt müsste der Laptop gezogen werden. Hallo. Ja, man hört dich, Fusion. Ja, sehr genau. Ich wollte euch einfach kurz ein bisschen was zum Aufbau zeigen. Genau, ich hoffe, man sieht live das Diagramm auch noch. Und zwar haben wir zum Glück von der Berufsschule, die uns da auch echt ein bisschen unterstützt haben, die Möglichkeit bekommen, mal den Uplink zu schalten. Da haben wir unseren Haupt-Uplink her, das ist 1 Gigabit pro Sekunde. Wie schon gesagt wurde, haben wir das dann mit Airfiber zu uns aufs Gelände gebracht, weil da nichts vorhanden war. Als Backup und tatsächlich auch für den Aufbau hatten wir dann die Starlink-Verbindung. Über die lief dann WireGuard-Tunnel. Da haben wir das Event-Netzwerk vom NOC bekommen, nach viel Nachfragen. Und von da aus ging es dann zu unseren Core-Switches. Wir hatten extra PoE-Switches, die wir dahin an die Wand gespackst haben, wo die Netzwerkverkabelung von dem bestehenden Gebäude war. Damit haben wir dann die RPs versorgt und wir haben neue Glasfasern gelegt im Gebäude, um die Core-Switches zu versorgen und von da ging es dann auf die Access-Switches raus. Genau, das ist der grobe Aufbau gewesen. So ein paar Statistiken noch. Stand ist jetzt so grob 14.45 Uhr gewesen. Wir haben knapp 450 Gigabyte Traffic. Ich glaube, das steht da falsch, outgoing gehabt und 61 GB incoming. Wir hatten insgesamt knapp 400 DHCP-Leases. Auffällig ist, dass die meisten sich tatsächlich ins Public WLAN getraut haben, indem es keine Firewall gab und jeder schöne externe IPs hatte. 122 Mal gab es das in Firewall, das heißt, da ist nur Traffic rausgekommen, reingekommen, wenn vorher auch irgendwie Anfragen dazu da waren. Und wir hatten tatsächlich insgesamt 96 Leases innerhalb des Orga-Netzwerks. Die meisten von uns haben ja irgendwie ein, zwei oder drei Devices. Dementsprechend ist das auch relativ schnell im Orga zu so vielen Leases gekommen. Insgesamt sind fast 400 Millionen Pakete geflossen und tatsächlich nur 5000 Drops trotz IR-Fiber. Das ist eigentlich ganz cool, denke ich. Wir hatten über 3200 ARP-Einträge und wir hatten tatsächlich kein einziges Mal, so habe ich es mir zumindest sagen lassen, ich habe es hier nicht voll mitbekommen, einen Ausfall vom Internet. Von daher lief es dann doch eigentlich ganz gut. Und damit ich bin zurück an Förder. genau, dann, damit gebe ich wieder zurück. So, wir hätten jetzt noch kurz ein paar Folien an Hardware und dann könnt ihr eventuell sehen, was es hier so gab, wo, in Räumen, wo ihr eventuell nicht wart.
Im COC, im Cyber Operations Center, gab es so ein kleines, schönes Rack, das ordentlich verkabelt wurde. Ja, wir sind auch definitiv an den Switch, der unten unter ganz vielen Kabeln lag, noch rangekommen, um unsere Sachen zu verkabeln. Ansonsten gab es eine Palette an Switches, die wir dann noch für irgendwie bis 2 oder 3 Uhr morgens konfiguriert hatten. Das war Spaß. Und hier sieht man noch die Airfiber, die auch außen hängt, wenn ihr mal irgendwie jetzt dann beim Rausgehen oder beim Gehen vom Gelände links neben der Tür oben schaut, dann seht ihr dort den einen Teil hängen, der andere ist bei der Berufsschule hier in der Nähe. Und damit weiter zum POC. Danke dir. Einfach weitersprechen. Nicht mal Online-Veranstaltungen, trotzdem den Mute-Button erwischt. Was wäre ein Chaos-Event ohne Telefonie? Jetzt gibt es da ja die wunderbaren Leute von Eventphone, die sowas normalerweise machen. Und das dieses Jahr auch wirklich sehr fleißig auf teilweise sogar mehreren Veranstaltungen kurz hintereinander gemacht haben. Es gibt natürlich auch immer so die kleinen Veranstaltungen, die vielleicht mal hinten vom Wagen runterfallen. So hat sich eine kleine Gruppe von experimentierwütigen Leuten gefunden, ursprünglich mal auf dem Void Camp von der Binary Kitchen Regensburg. So hat das Ganze bei uns angefangen und wir haben dann mal angefangen, selber Deckt-Experimente zu machen. Deswegen nennen wir uns auch AD, die Arbeitsgruppe Deckt-Experimente. Ja, wir haben unsere Hardware mitgebracht, haben der IGA-Orga vorher angeboten, wir können da so ein bisschen Deckt machen. Das wird sehr experimentell, aber vielleicht haben Leute Spaß dran. Ja, und haben uns darauf verlassen, dass hier schon mal Netzwerk steht. Nun war ja unser lieber Netzwerkmensch leider erkrankt und nicht vor Ort. Zum Glück sind da so ein paar Nerds hier noch aufgetaucht, die auch mit Netzwerksachen machen. Und zumindest nach einiger Zeit ging es dann auch mal los mit Netzwerk. Der erste autarke Anruf war schon am Freitagnachmittag. Dann war erstmal nochmal viel Netzwerkaufbau angesagt. Und so ab Mitte Samstag ging es dann los mit etwas, was tatsächlich auch für Teilnehmende hier nutzbar war. Ja, letztendlich, wir hatten, da können wir gleich mal hier hingucken, wir hatten 5 Basisstationen dabei. Wir haben für unsere kleine Event-Area hier am Ende nur 3 gebraucht. Vor allem die, die wir außen neben die Airfiber gehängt haben, die hat wirklich große Arbeit geleistet und den ganzen Außenbereich abgedeckt. Also ihr konntet auch auf der Toilette telefonieren, wenn ihr das wolltet. Tatsächlich hatten nur 9 Leute Decktelefone dabei. Das muss mehr werden. Wir haben es extra vorher angekündigt. Also denkt nächstes Mal an eure Decktgeräte. Na gut, dafür hatten ein paar Leute mehr als ein Gerät dabei, dann hat es sich wenigstens ein bisschen rentiert. Ja, ihr seht, wir haben 65 Telefonate gehabt, das Ganze hat so 7,5 Minuten Telefondauer gedauert, plus ein paar Testanrufe, wo nicht so wirklich viel geredet wurde. Ja, wir hatten ab Samstagnachmittag unseren SIP-Server ins öffentliche Internet gehängt, also ihr hättet eigentlich auch von daheim teilnehmen können oder von eurem mobilen Endgerät, das nicht deckfähig ist. Das hat leider niemand gemacht. Lest unser Wiki, da sind nützliche Dinge drin. Wer sich bei uns öfter gemeldet hat, waren so diverse virtuelle Maschinen aus einem verdächtigen Azure-Adressbereich, die versucht haben, unseren SIP-Server und die Anmeldung zu bruteforcen. Das hat nicht geklappt, soweit ich informiert bin. Sie haben auch nicht sinnvoll telefoniert, leider. Ich kann aus persönlicher Erfahrung noch sagen, das Decknetz hat mir weitergeholfen. Meinem Handy ist irgendwann hier auf dieser schönen Veranstaltung der Akku ausgegangen. Mein Deckt hatte noch Akku, also habe ich meine Pizza-Bestellung halt einfach an die Deckt-Nummer liefern lassen. Das hat auch funktioniert. War sehr gut. Ja, ein bisschen Netzwerk gebastelt, ein bisschen Deckt gebastelt. Wir schauen, dass wir unsere Infrastruktur noch ein bisschen ausbauen die nächsten Jahre. Also, ja, bleibt in der Leitung. Dann gebe ich mal weiter an Strom und restliche Infrastrukturdinge. Bitte sehr. Genau. Hallo, hört man mich? Ja. Wie ihr vielleicht alle, die hier anwesend sind, irgendwie gesehen habt, sind wir hier in einer alten Industrieanlage und in weißer Voraussicht wurde diese komplette Industrieanlage, was Strom, Wasser und Internet geht, komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Was heißt, wenn wir hier eine Hackerveranstaltung machen wollen, dann müssen wir hier natürlich in gewisser Weise Infrastruktur zur Verfügung stellen und wir haben, um das hier zu ermöglichen, eine neue Hauptverteilung gesetzt. Wir haben 2 neue Unterverteilungen aufgesetzt. Theoretisch hätten wir ein Kontingent von 240 Ampere gehabt, die wir hätten ausnutzen können auf 3 Phasen. Wir haben stichpunktartig gemessen, leider hatten wir keine Zeit, das zu automatisieren, von dem her haben wir keine guten Metriken.
Wir hatten eine Auslastung von ungefähr 5%. Das heißt, wenn wir das nächste Mal das hier machen, können wir noch ein paar Lichter und noch ein bisschen mehr Bass haben. Das ist kein Problem. Wir haben auch gleichzeitig, dadurch, dass es ja wirklich Leerstand war, auch noch die komplette Sicherheitsbeleuchtung eingebaut mit 10 Fluchtwegpiktogrammen, die ihr hier überall seht, die auch neu beklebt und geplottet wurden. Von dem her habt einen Folienplotter. Der Folienplotter rettet euch im Zweifelsfall. Und Notlichter und Putzlichter wurden auch installiert. Und der zweite Punkt ist Wasser. Wasser ist auch ganz praktisch, gerade um Dinge zu spülen und um die Geschäfte zu erledigen. Hier haben wir komplett über Straße und über Dächer insgesamt 250 Meter Trinkwasserrohr verlegt und eine Menge an Trinkwasserschläuchen, die ich nicht nachzählen konnte, weil die überall verbaut sind und vorhanden sind. Dabei haben wir allein von Kupplungen, um Trinkwasserschläuche zusammenzusetzen, allein 2 Kilo Messing verarbeitet. Und der Fun Fact, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wenn ihr eine Hausverteilung daheim habt mit 1,5 Zoll, es gibt einen Adapter auf Giga dafür. Vielen Dank. Danke sehr. Dann kommt jetzt Licht. Überreicht dir mal das Handmikrofon. Ah ja. Hallo. Also ich würde jetzt erstmal zum Licht hier im Raum ein bisschen was erzählen. Wir haben hier an der Seite für die Loungebeleuchtung einfach ein paar LED-Bars hingehangen. Das müssten 6 Stück jeweils für die Decke sein und einen für die DJ-Beleuchtung. Dann haben wir hier im Hintergrund 5 LED-Bars gehangen. Bisschen Weißlichtfluter sind tatsächlich, glaube ich, insgesamt nur 1,3 kW, also hält sich stromtechnisch im Rahmen. Haben wir gerade gehört, da wäre noch mehr gegangen. Genau, falls jemand wissen will, wie viele Kanäle wir dafür brauchen, es ist tatsächlich nicht sehr viel, also ein Universum hat Dicke gelangt, sind nur 258 DMX-Kanäle draufgegangen. Also ja, nächstes Jahr ist Luft nach oben. Genau, wir haben hier vorne noch 2 Fluter für einen Raum hingehangen und eben über den DJ ein bisschen Partylicht, also 2 Spot-Moving-Heads, 2 Wash-Moving-Heads und 4 800-Watt-Stroboskope. Kommen wir zur Leistung, also es dürften nicht mehr als 5 bis 6 kW Spitze sein mit Stroboskop, Weißlicht und Nebel. Genau. Ja, dann als Pult vielleicht noch, wir haben eine Showtech Lampi. Ja, ich glaube, dann können wir eigentlich fast schon zum Ton kommen. So, dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über Audio. Ihr seht, 2 Anlagen wurden aufgebaut, eine abgebaut. Und zwar, ursprünglich war hier eine kleinere Anlage geplant. Und die Anlage war in einer ganz alten Form von der Planung, wo auch hinten in der Halle bespielt werden sollte, war das die Anlage für die große Halle eigentlich vorgesehen. Die Anlage, die hier stand, hat uns aber dann doch nicht so gefallen in der Form. Und dann haben wir gesagt, okay, entweder eine kleine Anlage, die reicht, aber nicht schön ist, oder absoluter Overkill. Wie man sieht, wir haben uns für Overkill entschieden. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Leistung, ja, für die Halle reicht's. Wir haben es mal getestet. Wir haben dann bei 120 dB mit dem Test aufgehört. Es wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen. Bei dem, was die wiegt, was auf der Folie steht, bin ich selber gerade ein bisschen überrascht, was wir da in der Gegend rumgeschleppt haben. Kleiner Funfact dazu, es hat alles, die komplette Anlage, bis auf die mittleren, die waren schon da, aber die beiden Basswürfel und die beiden Line Arrays haben in einer Fahrt in einen Renault Traffic gepasst. Perfekt reingepasst. Ja, wie man sieht, der Raum hier ist ziemlich beschissen, was die Akustik angeht, von Resonanzen her. Wir haben es relativ gut in den Griff bekommen. Trotz allem, das seht ihr nicht, wir haben auf der Bühne hier so
schöne Sperrzonen. Also ich laufe jetzt hier mal am Rand an Sperrzone hier entlang. Und auf der anderen Seite genauso, wenn ich näher an die Lautsprecher rangehen würde, würde es wahrscheinlich rückkoppeln. Also ja, es ist keine schöne Raumakustik, aber wir haben es, denke ich, ganz gut zum Funktionieren gebracht. Und als abschließender kleiner Funfact, DMX-Kabel sind keine XLR-Kabel, obwohl sie sich als solche ausgeben. Vor allem, wenn sie unbeschriftet in der gleichen Kiste liegen, ist gleicher Stecker. Sie funktionieren auch eigentlich gleich, außer man will sie wirklich für das benutzen, wofür sie da sind. Und am Limit dann funktionieren sie nicht dafür, für das sie gedacht sind. Und damit gebe ich jetzt weiter wieder zurück an Moderation oder an wen? Gleich am besten weitergeben. Danke. So, dann kommen wir zum VOG oder zu dem, was man bekommt, wenn man das VOG beim Wish bestellt. Ja, wir haben dann ab dem dritten Vortrag auch gestreamt und aufgezeichnet. Von Opening und Keynote haben wir leider keinen Stream und keine Aufzeichnung. Bis heute um 13.40 Uhr gibt es dann auch nur eine Totale von der Bühne. Ab da haben wir es aber dann noch hinbekommen, die Slides mit aufzuzeichnen. Und dabei dann zeitweise vergessen, den Ton wieder mit einzubinden. Außerdem wurden während der Veranstaltung noch regelmäßig neue HDMI-Kabel verlegt, gesteckt. Und ja, lange HDMI-Strecken sind kompliziert. Ja, genau, das Streaming an sich, das lief ganz normal übers VOG, nur die Technik vor Ort. Da mussten wir uns selbst drum kümmern, da unsere VOG-Ansprechperson kurzfristig ausgefallen ist. Ja, und damit gebe ich dann weiter an. Genau. Um das Ganze weiterzubringen und all die Sachen, die hier sind, auf denen ihr sitzt und sonstiges anzukarren, haben wir sehr, sehr viele Versorgungsfahrten gemacht, bei denen uns Unmengen an Leuten geholfen haben, gefahren sind und mit abgeladen haben. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal gleich vorweg an all die Leute, die gefahren sind und abgeladen haben und einfach beim viele Tonnen durch die Gegend geschleppt haben. Um Größenordnungen zu haben, wir haben hier ungefähr 50 Sofas und Sessel rumstehen, die überall hier verteilt sind, wenn ich mich gestern Nacht nicht verzählt habe. Wir haben 50 Tische mit reingebracht, wir hatten insgesamt 200 Stühle. Wir hatten auch noch 45 Biertischgarnituren für den Fall, dass das Wetter sehr, sehr gut ist. Das hat nicht ganz geklappt. Haben 5 Paletten Getränke hier ankarren lassen und zur Außendeko noch 32 IBC-Kanister, die bei gutem Wetter noch schöne Dinge machen sollten. Jetzt stehen sie zumindest einfach so noch ein bisschen rum. Und genau, das war's. Und ich würde an die Bar abgeben. Dankeschön. Ich glaube, von der Bar ist niemand da. Dann würde ich einfach das übernehmen. Ich lese einfach mal vor, was für Informationen wir weitergegeben bekommen haben. Für Chunk wurden insgesamt 180 Limetten geschnitten. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie viel Chunk man daraus machen konnte, je nachdem, wie man rechnet. Es wurden dabei auch 12 Flaschen Rum verwendet. Nicht schon wieder, wir haben da schlechte Erfahrungen mit übrig gebliebenen Rum tatsächlich. Aber gut, das kriegen wir schon weg, da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich habe gehört, es wurde auch eine Flasche Absinth verwendet für das Chunk-Erstellen und Gerüchten zufolge soll es gar nicht schlecht sein. Vielleicht kann man sich das mal merken fürs nächste Mal. Dann noch weitere Facts zur Bar. Es gab sehr viele Biersorten. Wir sind hier ja in Franken. Da darf man das nicht auf sich sitzen lassen, nur eine Biersorte zu haben. Es gab Pilz, es gab Kellerbier, es gab das berühmt-berüchtigte Rauchbier. Es gab Radler und dann jeweils noch alkoholfreies Radler und alkoholfreies Kellerbier sogar. Einige Leute, die an der Bar gearbeitet haben, haben subjektive Metriken erzählt. Die haben gemeint, am wenigsten wurde Orangenlimo verkauft. Warum auch immer. Das Angebot war wohl sonst besser. Und Mediumwasser ging wohl besser als das Spritzige. Und es wurde häufig gefragt, was Kubaner ist. Und es stellt sich heraus, das ist einfach ein Markennamen für Spezi. Das hätten wir vielleicht einfach besser beschildern sollen, was die Leute kennen. Gut, dann kommen wir zur Küche. Und da übergebe ich wieder.
Genau, zur Küche wurde ich gebeten, noch ein bisschen was zu sagen. Es gab insgesamt 10,8 Kilogramm Käse in Scheiben. Das waren circa 648 Scheiben, die hier serviert wurden. Und wir haben insgesamt auch 9,5 Bäckerkisten an Brot und Brötchen noch vor Ort gehabt. Dann zu den Finanzen darf ich auch noch kurz was sagen. Wir hatten für das Gesamtevent insgesamt Ausgaben von ca. 9.000 Euro. Und davon wurde ca. die Hälfte, also ein bisschen mehr, 5.000 Euro, wurde durch die Tickets eben finanziert. Und zu den Tickets dann zu guter Letzt. Wir haben 199 Tickets verkauft. Es gab auch noch eine Warteliste sogar. Und so drei Wochen vorm Event waren wir nur bei 130 verkauften Tickets. Das hat die Planung uns ein bisschen erschwert, aber ich hoffe, wir haben es gut hinbekommen noch für alle. Alles klar, dann vielen Dank. Damit sind wir auch mit dem Infrastructure Review durch. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Fakten gelernt zur Veranstaltung und vielleicht hilft es auch anderen, bei einer ähnlichen Veranstaltung zu planen, was für Dimensionen man rechnen muss. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und hier sein und hoffe, ihr hört auch noch bei dem Closing Event der Abreise zu. Dankeschön.